Nice! Nice! Ohne Scheiß! Finde ich, das ist halt nice! Maul. Ohne Witz jetzt! Halt deine Fresse! Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde, ihr Future, und herzlich willkommen zu einem kleinen Case-Opening. Ich sehe gerade einen Moment. Zu einem kleinen Case-Opening. Heute mal nur ein paar Gamma-Kisten. Ich jetzt noch so rumfahren hatte, durch ein paar Aufkleber und sowas, die im Wert gestiegen sind, habe ich mir ein paar Schlüssel kaufen können und heute 7 Gamma-Kisten, also 5 normale und Gamma 2 danach. Wir fangen einfach direkt an, weil wir müssen das nicht besonders lange in die Länge ziehen. Mich interessiert es, ob ich das Knife heute ziehe oder nicht, und da ziehen wir es schon mal nicht. Das ist ein bisschen tragisch, egal. Soll es so sein? Machen wir mal gerade mit Freunden spielen Lobby auf, damit das nicht so extrem liegt dabei. So, Freunde müssen eingeladen werden. Öffentliche Lobby. Stehen wir einfach mal auf öffentliche Lobby. Beziehungsweise ist egal, auf was wir stellen. 2 davon. Da. Ich möchte einfach nur wieder ein paar gute Blaze-Skins haben, um ganz ehrlich zu sein. Also muss nicht unbedingt jetzt ein Knife oder sowas sein. Da ich ja schon mein Fishy-Knife habe. Sind wir aber ehrlich, Knife ist meistens so 100 Euro oder mehr. Und über 100 Euro werde ich mich natürlich auch nicht beschweren. Das ist natürlich klar. Eine Grim. Wow. It's just not good enough for the cat, I would say. Immer nur Müll am Ziehen. Den gesamten Tag über. Es gibt so viele schöne Skins, die irgendwo gezogen werden. Oh, die ist FN. Oh, lol. Okay. Ich beschwere mich nicht drüber. Hey. Besser als ein Blue Skin. Oh, besser als ein Blue Skin. Auch wenn das schon ziemlich assi war, direkt neben dem Red Skin. Das war wirklich ultra assi. Das geht gar nicht normal. Einsatz erprobt. Okay. Mal ganz kurz gesagt, also über die AWP freue ich mich schon sehr, auch wenn ich gerade einen Trade Hold von einem Zuschauer habe, wo eine bessere AWP drin ist, die ich spielen würde. Aber sonst... So mal so zum Spielen ist das auf jeden Fall sehr gut. Bis dahin auf jeden Fall. Schon wieder eine Ice Cap. Way, Ice Cap. Und die letzte Kiste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ach komm, lila Skin ist in Ordnung. Gut, So schnell kann es gehen, so wenig gute Sachen können wir ziehen. Dann kriege ich das. Das glaube ich nicht. Nee, ist noch nicht auf der Aufnahme, von dem her ist das nicht der Fall. Hä? Ist nicht auf der Aufnahme gewesen, ist nicht der Fall. Fuck you. Nice! Nice! Ohne Scheiß! Finde ich, das ist halt nice! Maul. Ohne Witz jetzt! Halt deine Fresse! Verarsch mich! Karen mit Tiger Truff! Ich hab die Aufnahme an! Ohne Scheiß jetzt, ohne Witz! Ja, wir haben gerade... Du bist eine Missgeburt! Du bist eine scheiß Missgeburt! What the fuck, Alter? Alter, ich hab's gecallt, das wäre ein Knife! Okay, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das jetzt übrigens aufgenommen. MRX, wenn du nicht in der Aufnahme sein möchtest, dann machst du das gerade kaputt. Alles gut. Wir haben gerade eine Runde gespielt, wir haben übel verloren. Ich droppe eine Kiste, Finny sagt, ich soll sie aufmachen. Ich mach's ja auf von dem Geld, das ich von den Stickern gekriegt habe. Und es ist einfach ein Tiger-Tooth. Geil mit Tiger-Tooth. Ja, da sagt man, Dumme haben kein Glück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil ich ein kleines, verficktes Arschloch bin und ich ganz gerne auf diesem Video Werbung schalten möchte, und zwar richtig viel, weil ich ein kleiner, blöder Wichser-Kater bin, der seinen scheiß Hals nicht voll bekommen kann. Nein, mal im Ernst, ich werde euch das jetzt gleich ingame noch ein bisschen zeigen. Ich werde vielleicht einen Remix aus Finnys Fick dich schneiden. Irgendwas, um das Ding auf 10 Minuten zu strecken, und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, und denkt auf jeden Fall dran, dieses Video zu disliken, weil ich so eine verfickte Lackersau bin. Finny wird der Halt's Erste Maul. Sein. Ich verlinke euch mal Finnys Stream unten im Channel. Unten Nein. in der Beschreibung drin. Habt viel Spaß damit. Der ist wirklich ein Kollege von mir. Also nicht haten oder so, sondern der ist cool dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Nein, ciao. Ich bin nicht cool. Der ist cool. Der ist cool. Mad.
Ja, Stat-Check. Field-Tested! Field-Tested. Ich hab den scheiß Stat-Track field-tested, Firestorm! Ich bin raus. Nein, yes. Ich mag nicht mehr. Alter! Ich glaub, ich hack mir den Schwanz ab, Alter! So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war jetzt gerade eben der Firestorm-Pull von Pimpin, den er mir vor einiger Zeit noch zugesetzt hat. Ich danke euch, dass ihr heute zugeguckt habt. Jetzt lauft noch nicht weg, ich werde hier gleich einfach ein Infovideo mit dran packen. Ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe ja einen alten Kanal und ich wollte euch fragen, wenn ihr jetzt CSGO Case Opening technisch eben die Sachen mögt, ob ich die alten Case Openings, wo was Gutes bei rumgekommen ist, eventuell auch nochmal re-uploaden soll auf diesem Kanal. Das steht bei euch komplett zur Abstimmung frei. Wenn ich dran denke, mache ich so eine komische Abstimmungsding oben im Videoplayer. Wenn nicht, dann schreibt es mir auf jeden Fall trotzdem, auch wenn ihr die Abstimmung habt, unten in die Kommentare. Es würde mich wirklich extrem interessieren. Sind ja schon die ein oder anderen Knives gepult worden. Und wollte auch eben an dieser Stelle nochmal ganz kurz anmerken, wenn ihr irgendwelche Skins oder so weiter für zukünftige Case-Openings und sowas, damit man sich Schlüssel holen kann oder sowas donaten wollt. Ich weiß, das ist immer ein bisschen kacke, gibt es aber trotz alledem den Trade-Link, der ist eher auf meinem Steam-Profil verlinkt. Das übrigens in der Beschreibung ist nur, damit ihr wisst, weil es kommen relativ selten Case-Openings, weil man sie sich einfach schlicht und ergreifend nicht leisten kann. Ich würde sie gerne öfters bringen, aber es rentiert sich vom Geld her überhaupt nicht. Und vom Lustfaktor her ist sowieso nach der 10. Nicht-Knife-Kiste extrem wenig Lust da. Deswegen, schreibt mir das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr zu den Uploads denkt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr irgendeine Idee habt, außerhalb von Case Openings Battles, die habe ich schon mal gemacht, wie man eben nach einem Case Opening mit den Leuten umgeht, beziehungsweise was man mit den Skins machen soll, jetzt nicht Community zu verschenken oder sowas, ist ja klar, dass ich das eben auch selber zum Leben brauche, teilweise solche Skin-Gewinne und sowas, sondern dass ihr mir halt sowas ein bisschen sagt und mir solche Sachen in die Kommentare reinschreibt. Würde mich sehr interessieren, ihr habt die ganze Kommentarfunktion für alle Dinge, die ihr wissen wolltet. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal richtig deftig reingelackt. Danke allen Leuten, die bis hier dran geblieben sind und sage auch hier jetzt ganz am Ende des Videos noch ein freundliches